Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Mit Strom, Erdgas, Wärme sorgen wir für Ihr Wohlbehagen. Das regionale Abendmagazin. Heute im Studio Udo Rupkalbis. Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zu Tag aktuell vom Donnerstag. Und folgende Themen haben wir in dieser Sendung mit dabei. Unter anderem FSV-Fans ermöglichen Samstagsspiel durch Arbeitseinsatz. Außerdem alle 5 Jahre Planitzer Schnitzer stellen aus und dritte Handarbeitsmesse in Vielau. Und hier sind die Themen des Tages im Einzelnen. Für den Ausbau sächsischer Bundesfernstraßen stehen dieses Jahr rund 270 Millionen Euro im Bundeshaushalt zur Verfügung. Verkehrsminister Sven Morlock kündigte an, wichtige Projekte fortzuführen oder neu zu beginnen. Im Landkreis Zwickau sind das voraussichtlich die Instandsetzung der A72-Brücke bei Wilkau-Haslau und die Erneuerung der B173 östlich von Zwickau. Oberste Priorität für den Freistaat hat jedoch der Weiterbau der A72 von Rochlitz bis Borna. Ursprünglich sollte die A72 bereits zur Fußball-WM im Jahre 2006 bis Leipzig führen. Es ist nicht zu übersehen, der Winter hat uns auch weiterhin voll im Griff. Das bereitet auch der ersten Mannschaft des FSV Zwickau Kopfschmerzen, stehen doch immerhin noch Nachholspiele auf dem Programm. Um wenigstens eines der Spiele, nämlich gegen den Berliner AK, zu absolvieren, hat der Verein einen Aufruf gestartet und alle Fans und Freunde des Vereins darum gebeten, beim Schneeschippen im Sportforum Sayus mitzuhelfen. Und so dürfte man gespannt sein, ob der Aufruf gefruchtet hat. Wir haben uns mit Marian Unger heute hier getroffen und wollen von ihm wissen, wie denn der Aufruf gefruchtet hat, den es vom FSV gab, heute den Platz zu räumen. Ja, morgens um 8 haben wir zum Schneeschieben aufgerufen und pünktlich um 8 waren auch alle da. Fast 50 Leute, die ihr Utensilien mitgebracht haben und den Verein unterstützt haben. Tolle Aktion und das war auch verhältnismäßig schnell dann beräumt, sodass die Gegebenheiten gut sind, um am Wochenende das Spiel stattfinden zu lassen. Warum ist denn dieses Spiel so wichtig oder warum ist es so wichtig, dass jetzt wieder gespielt wird? Ja, die Situation für uns als Verein wird natürlich nicht einfacher mit den ausgefallenen Spielen. Man darf nie vergessen, wir sind alle berufstätig, das heißt, englische Wochen kosten uns doppelt so viel Kraft und wir hängen dann den Wochen nur hinterher. Und gerade zu Hause wollen wir natürlich die nächsten Punkte holen, um auch unsere Erfolgsserie weiterzuhalten und deswegen haben wir jetzt einfach mal aufgerufen und wollen auch von uns aus zeigen, wir nehmen das nicht einfach so hin, sondern wir können auch bei solchem Wetter mal spielen. Dann wünschen wir euch für Samstag maximale Ergebnisse und dass hoffentlich viele Zuschauer kommen. Ja, das würden wir uns auch wünschen, dass am Samstag gegen den Berliner AK das Sayus wieder gut gefüllt wird, damit zum einen die Leute natürlich dafür belohnt werden, dass sie hier gearbeitet haben und wir als Verein natürlich weiter das fabrizieren können, was wir 2012 schon angefangen haben. Vielen Dank. Dankeschön. Und dann konnten wir uns mit eigenen Augen davon überzeugen, was rund 50 freiwillige Helfer seit heute Morgen 8 Uhr im Sportforum Sayus geleistet haben. Sie waren mit Schneeschippen und Besen gekommen und hatten alle Traversen vom Schnee befreit. Manche hatten sogar die ganz Kleinen mitgebracht. Und die waren auch ganz stolz, beim Schneeschippen helfen zu dürfen. Als wir den Fans und Freunden des FSV noch etwas bei der Arbeit zugeschaut hatten, baten wir sie natürlich noch um ein Gruppenbild. So dürfte dem Spiel am kommenden Samstag gegen den Berliner AK eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Spielbeginn ist 13.30 Uhr. Die Spielfläche, welche derzeit noch unberührt ist, wird dann kurz vor Spielbeginn geschleppt, das heißt geräumt. Drücken wir jetzt schon mal unserer ersten Mannschaft zum Rückrundenheimauftakt in der Regionalliga die Daumen. Beim Streik an der Reichenbacher Paracelsus-Klinik zeichnet sich eine Annäherung von Arbeitgeber und Arbeitnehmern ab. Die Konzernleitung hat in den späten Nachmittagsstunden des 6. Streiktages Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Am kommenden Montag wollen sich beide Parteien an den Verhandlungstisch setzen. Bis dahin solle aber weiter gestreikt werden, hieß es. Noch bis zum Wochenende ist die Ausstellung des Planitzer Schnitzvereins zu sehen. Alle 5 Jahre laden die Hobby-Kunsthandwerker dazu ein, ihre Arbeiten zu besichtigen. Im Gemeindesaal der Christuskirche Planitz haben die Schnitzer wieder einiges an sehenswerten Stücken zusammengestellt.
Unter anderem werden Einzelarbeiten der Mitglieder gezeigt, die belegen, mit wie viel Erfahrung die Planitzer Schnitzer zu Werke gehen. Doch einige der Ausstellungsstücke könnte einer allein gar nicht erschaffen, so umfangreich sind sie. Einer der Schnitzfreunde, der im Übrigen schon seit 65 Jahren Mitglied im Verein ist, ist Eberhard Schilbach. Und er muss nicht lange überlegen, was sein Lieblingsstück ist. Das ist schon der Berg, ja. Das ist schon der Berg, ja. Und den haben wir seit 1954, bauen wir den immer wieder auf. Ja. Ein so altes Ausstellungsstück braucht natürlich besondere Pflege. Da hakt es mal hier und da, aber die Schnitzer haben schließlich alles selbst gemacht und wissen genau, wie sie den Berg am Laufen halten können. Das stimmt. Zum Beispiel die Straße hier, dass da irgendwo mal eine Figur rausspringt und so weiter. Ne? Das ist klar. Früher hat man alles Transmissionen unten. Jetzt haben wir das ein bisschen modernisiert. Das ist jedes Haus, wo Antrieb drin ist, ist da separat. Ne? Daneben gibt es aber auch ein Modell des Vereinshauses, ebenfalls mit beweglichen Figuren. Die Schnitzer haben also die Schnitzer beim Schnitzen geschnitzt. Die Ausstellung hat noch bis zum Sonntag jeweils von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Das Schloss Waldenburg bleibt in der kommenden Woche von Montag bis Mittwoch geschlossen. Das Landratsamt als Träger der Einrichtung nannte organisatorische Gründe. Somit bleibt auch das Tourismusamt, das sich im Schloss befindet, geschlossen. An mehreren Schulen in Crimmitschau wird während der Winterferien gebaut. Im Julius-Motteler-Gymnasium werden im Haus Lindenstraße Sekretariat und Direktorenzimmer saniert. In der Grundschule Blankenhain soll der Brandschutz verbessert werden. Die umfangreichsten Arbeiten laufen in der Sahnschule. Bis zum Ende der Sommerferien werden dort für insgesamt 195.000 Euro zwei neue Fachkabinette aufgebaut. Werbung. Wollen Sie Ihre alten Schulkameraden und Lehrer aus dem Gerhard-Hauptmann-Gymnasium Zwickau wiedersehen? Dann merken Sie sich den 20. April 2013 vor, denn da gibt's den zweiten Traditionsball und der findet wieder in der neuen Welt statt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt auch diesmal die Young People Big Band. Und natürlich auch wieder dabei der Traditionschor der GHS. Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Vergessen, 20. April 2013, 19 Uhr, der große Traditionsball der GHS in der neuen Welt. Karten gibt's direkt an der Kasse des Konzert- und Ballhauses. Reservierungen auch telefonisch unter 0375 2713 263. Sie möchten dem Alltagsstress entfliehen und brauchen eine kurze Auszeit? Dann sind Sie hier richtig. In Balance, das Dayspa in Zwickau. Abschalten, auspendeln, aufblühen. Unsere bestens ausgebildeten Physiotherapeuten sind für Sie da. Genießen Sie neben der klassischen Rückenmassage auch südländische Wellnesstechniken. Oder entspannen Sie in unserer original finnischen Sauna. Gerne betreuen wir auch Ihre ganz individuelle Gymnastik-, Yoga- oder Walking-Gruppe.
Nutzen Sie unsere aktuellen Kennenlern- und Rabattangebote, die Sie unter www.daysbar-zwickau.de finden. Sie erreichen uns über die Lothar-Streit-Straße im Gebäude der Commerzbank. Kostenfreie Parkplätze finden Sie direkt vor dem Haus oder in der Tiefgarage. Diesmal geklappt mit dem neuen Job? Na, dann pass mal auf. Na bitte, geht doch. Hofmann Personal bietet Arbeitsplätze überall in Deutschland. Und? Wann bewerben Sie sich? Und jetzt neu bei uns im Institut, ganzheitliche Kosmetikbehandlung mit Schwerpunkten im klassischen und ayurvedischen Bereich. Das ist übrigens einzigartig in Zwickau. Für 2013 außerdem in Planung, Typberatung sowie Ohrkerzen- und Klangschalenbehandlung. Außerdem bieten wir auch Braut- und Jugendweihe-Make-up. Informieren Sie sich auch in unserem monatlichen Veranstaltungskalender über alle aktuellen Termine unter www.daysbar-zwickau.de. Hotel Flexig in Giegengrün und Hartmannsdorf, der Idylle des oberen Landkreises. Aktive Erholung und Entspannung für den Gestressten, mit Küche vom Feinsten, mit öffentlicher Sauna und Schwimmbad. Flexig bietet alles. Damit Sie sicher unterwegs sind, mit besten Empfehlungen für Ihre Sicherheit. Wir sichern Ihr Zuhause, mechanisch und elektronisch, dass Sie ruhig schlafen können. Beratung und Verkauf im hauseigenen Ladengeschäft. Wutzler Sicherheitstechnik, auf der äußeren Schneeberger Straße in Zwickau, direkt gegenüber der IHK. Vor dem Studentenwohnheim an der inneren Schneeberger Straße ist ein Betrunkener heute Morgen beinahe von einem Transporter überrollt worden. Das Kuriose, der 27-Jährige hatte sich in der Nacht unter dem geparkten Fahrzeug schlafen gelegt. Als der Fahrer des Transporters am Morgen losfahren wollte, bemerkte er einen Widerstand und hielt sofort an. Trotz 2,64 Promille stand der Betrunkene auf und ging auf den Fahrer los. Zu den Einzelheiten ermittelt derzeit die Polizei. In Reinsdorf konnten in der vergangenen Nacht zwei Moped-Diebe geschnappt werden. In der Straße der Befreiung war ein Anwohner durch den laufenden Motor eines Mopeds wach geworden. Durch Medienberichte wusste er von einem kürzlich gestohlenen Moped und er alarmierte die Polizei. Die Beamten ermittelten einen 18- und einen 19-Jährigen als Täter. Dieses und ein weiteres Moped konnten an die Besitzer zurückgegeben werden. In Mosel kam es gestern Mittag an der Zufahrt zum VW-Werk zu einem Unfall. An der Ampel auf der Moseler Allee war ein 30-Jähriger mit seinem Auto auf einen verkehrsbedingt haltenden VW aufgefahren. Die Bilanz des Unfalls: 3 Leichtverletzte und 10.000 Euro Schaden. Kultur erleben, Freizeit gestalten, auch mit uns. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Am Samstag veranstaltet der Erzgebirgszweigverein Zwickau eine Skiwanderung. Treffpunkt ist 9 Uhr auf dem Zwickauer Neumarkt. Von dort aus geht es mit eigenem PKW nach Grünbach bei Falkenstein. Ab da geht es auf Skiern weiter bis zur Meilerhütte Schöneck. Die Skiwanderung hat eine Länge von etwa 14 Kilometern. Im Herrenhaus Vielau öffnet am Samstag zum dritten Mal die Reinsdorfer Handarbeitsmesse. Angeboten werden moderne Stoffe für Patchwork-Arbeiten, Vorlagen für Klöppeleien, Strickwolle und neu in diesem Jahr Alpaka- und Schafwolle. Begonnen hatte alles im Jahre 2011.
Die Reinsdorfer Stickdesignerin Kerstin Döhler hatte die Messe ins Leben gerufen und stieß damit auf großes Interesse, da es eine derartige Veranstaltung hier in der Region noch nicht gab. Die Reinsdorfer Handarbeitsmesse hat am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet. Am Samstag wird in der Marienthaler Pauluskirche das Musical Der vierte König aufgeführt. Geschrieben wurde es vom Kirchenmusiker Gerd-Peter Münden. Es geht darin um die Weisen aus dem Morgenlande und einen vierten König, der den Stern von Bethlehem ebenfalls sieht. Doch er geht seinen eigenen Weg und kommt am Ende 30 Jahre zu spät bei Jesus an, nämlich zu dessen Kreuzigung. Die Aufführung beginnt am Samstag um 16 Uhr. Die Opernsänger von Adoro gastieren am 27. Februar in der Zwickauer Stadthalle. 2007 als zusammengecastetes Musikprojekt gestartet, entwickelte sich Adoro zu einer festen Größe im Crossover zwischen Klassik und Pop. Die Alben erhielten innerhalb kürzester Zeit Gold- und sogar Platinauszeichnungen. Television Zwickau verlost für das Konzert am 27. Februar 2x2 Freikarten. Doch hier ist erstmal ein Ausschnitt aus dem Programm von Adoro. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wir sind jetzt, wir sind hier. Television Zwickau verlost für das Adoro-Konzert am 27. Februar in der Stadthalle 2x2 Freikarten. Wenn Sie gewinnen wollen, dann sollten Sie anrufen, unsere Gewinnhotline. Das ist die 0375, die Vorwahl für Zwickau. Und dann die 2899100. Die Krimitschauer Eispiraten stehen vor einer schweren Heimaufgabe. Am Sonntag, nach 14 Tagen ohne Pflichtspiel, empfangen die Westsachsen die Heilbronner Falken. Die Gäste liegen derzeit mit 3 Zählern Vorsprung auf Rang 7 der Tabelle. Für eine gute Ausgangslage zum Erreichen eines Playoff-Platzes ist für die Eispiraten ein Heimspielsieg nahezu Pflicht. Die Partie beginnt am Sonntag um 17 Uhr. Am vergangenen Samstag hat das Fanprojekt Zwickau sein alljährliches Hallenturnier ausgetragen. 10 Spaß- und Freizeitmannschaften waren diesmal in der Sporthalle Sayus gegeneinander angetreten. Auf das Siegertreppchen schafften es die Teams Halbe Liter, ARB-Bande und A-Block. Der beste Torhüter des Turniers kam aus der Mannschaft Runde Füße. Werbung. Nichts anzuziehen im Kleiderschrank? Bei Men's Corner werden Sie fündig. Hier gibt's für jeden Anlass das passende Outfit. Und das für Sie und ihn. Ob Jugendweihe, Abiball, Hochzeit oder kulturelle Events. Men's Corner kleidet Sie ein. Und zwar von Kopf bis Fuß. Men's Corner, der Herren- und Gala-Ausstatter in Zwickau. Direkt am Hauptmarkt im altehrwürdigen Kavalier. City-Coiffeur Haustein im Herzen von Zwickau steht seit über 40 Jahren für Qualität und Kreativität. Hier fühlen sich die Kunden wohl. Vor allem Eltern können aufatmen. Während sie sich ganz entspannt verschönern lassen, spielt ihr Kind gemütlich in der Kinderecke oder wird selbst ganz relaxed frisiert. Übrigens unter 6 Jahren sogar gratis. Auch reinkommen und drankommen oder kurzfristige Termine sind hier möglich. City Coiffeur Haustein. Familienfreundlich, stilvoll, kompetent. Und jetzt bei Men's Corner genau richtig für Jugendweihe und Abiballsaison. Die Kleider der Stars, präsentiert von Germany's Next Topmodel. Martin und Schwedler, Heimelektronik der neuesten Generation. Perfekter Kundenservice, damit Sie sich entspannt zurücklehnen können. Martin und Schwedler in Steinpleis, Fachhändler für Löwe, Sharp, Panasonic und auch alle anderen Marken. Außerdem Servicepartner für Sky, Serien, Sport, Dokus und vieles mehr ohne Werbeunterbrechung. Martin und Schwedler auf der Hauptstraße 98 in Steinpleis bei Zwickau. Don't think about it.
vollkommen anders. Der neue Citroën DS5 Hybrid 4 mit Diesel- und Elektroantrieb. Eine Weltneuheit. Citroën. Kreativtechnologie. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.rosaxan.de oder rufen Sie uns an unter 07541 9530 627. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Bei uns steht das Barometer auf heiter. Ob natürlich schöne Augenblicke, Tagträume oder Wohnträume. Wir bieten Ihnen Räume für Träume. Vivobau, kleine Miete, ruhiger Schlaf. It's the way back home. Der Freitag beginnt locker bewölkt mit etwas Sonne. Später zieht sich der Himmel wieder zu. Am Abend muss verbreitet mit Schneeschauern gerechnet werden. Bei einem schwachen Südostwind klettert das Thermometer von minus 5 bis auf plus 1 Grad. Die Aussichten: Am Samstag ist es stark bewölkt, es bleibt jedoch niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen minus 1 und plus 5 Grad. Das war Tag aktuell vom Donnerstag, vom Valentinstag ist ja heute. Und bevor ich mich von Ihnen verabschiede, vielleicht nochmal zur Erinnerung, unsere Verlosung, 2x2 Freikarten für das Konzert von Adoro am 27. Februar in der Zwickauer Stadthalle. Unsere Gewinnhotline, hier ist nochmal die Nummer 0375 für Zwickau, dann die 2899100. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wundervollen Donnerstagabend. Bis morgen.
Zwickau.